Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge Nummer 7, und es hat sich ein bisschen was getan, ja. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe mir mal gedacht, ich baue mal eine kleine Base. Die Plattform hier ist schon etwas breiter geworden, da wollen wir heute auf jeden Fall auch noch eine kleine Monsterfarm bauen, denn wir brauchen unbedingt Gunpowder und sonstiges. So, dann drehe ich mich mal um. Ja. Der Drag hat wegen was gebastelt. Ich habe hier sozusagen jetzt mir eine Umrandung einfallen lassen. Da ist jetzt ein bisschen Wasser drin. Dann habe ich sozusagen meine vier Wege. Einmal weiß. Einmal schwarz. Einmal grau. Und einmal grün. Was bei grün hinkommt, kann man sich denken. Genau. Das ist die Wald- und Wiesenteilung. Schwarz werden vermutlich die Dungeons. Also Monster, Fallen und sonstiges. Muss ich aber noch gucken. Grau ist momentan auch klar. Da sind jetzt die ganzen ersten Farmen. Ja, also das Stein und den ganzen Käse. Weiß weiß ich noch nicht. Darum weiß. Ja, darum, ne? Man wählt ja aus. Weiß nicht. Ja, genau. Und aber wir brauchen jetzt als allererstes mal, ich habe mir ein bisschen umgeguckt, aber als erstes brauchen wir mal diese Fishing Rod. Weil ich habe nämlich schon gesehen, wir brauchen auch Säpplinge. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur die normale Fishing Rod. Oder ist das halt, ich muss gucken, ich brauche die Survivalist Fishing Rod. Ah, die ist anders. Okay, gut, dass ich geguckt habe. So, dann kommst du nämlich da rein. Du kommst da rein. Ja, ich habe einfach nur ein bisschen ein Dach hingebaut. Oben drauf ist, glaube ich, eine Fackel in der Mitte. Alchemical ist jetzt hier. Hier habe ich jetzt im Boden diese ganzen Chests eingelassen. Ich kann mich auch in der Hinsicht immer drehen. Mein Bett steht mittig. Habe jetzt sozusagen überall Crafting Tables drin. Hier habe ich dann Öfen zum Brennen plus die Kohle. Hier habe ich alles, was Bäumchen noch betrifft. Bis das da hinten mal alles soweit ist. Ich habe überall Kisten, hier habe ich Loot, bis das da soweit ist. Und genau, also mehr ist es nicht. Wobei, hat lang genug gedauert. So, ich bin gerade dabei, wie man sieht, ne, einen Grasblock hatten wir. Den habe ich jetzt sozusagen einmal ausgesprießen lassen. Und jetzt lasse ich sie gerade in alle Richtungen laufen. Ah, der hat jetzt aufgeholt, der war vorher noch nur da. Und einen Kenner kann ich mir ja noch nicht leisten, beziehungsweise darf ich noch nicht bauen. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Rod. Und ja, Gedönskiste ist immer noch hier. Da habe ich sogar schon einen. Okay. Es ist wieder Nacht, dann schlafen wir mal. Dürfte zwar nicht spawnen. Apropos, natürlich ich. Als ich natürlich hier angefangen habe, alles abzureißen, ist über mir, also wo da noch der Schnee war, über mir ein Zombie gespawnt und der hat mir mal schön braven Nackenschlag gegeben. Natürlich, wo das Aufnahmeprogramm nicht mal an war. Tut mir leid, mein erster Tod. Den konnte ich nicht mal schnell aufnehmen, dass ich ihn einfach mal einspiele. Da war ich einfach zu stark überrascht. Da ist mein Kopf. Dass jeder Spaß hat. So, dann heißt es jetzt für mich. Genau, wir brauchen als erstes aber noch Steine. Ich hoffe, dass mir die Steine reichen.
Mein Kabelgen habe ich jetzt noch nicht aufgebaut. Ich bin aber beim Überlegen, ob ich jetzt den, ob ich das, was ich da oben habe, wegmache. Denn es gibt ja diese Möglichkeit, dann nehme ich den damit. Ich brauche meinen Eimer. Okay, den darf ich jetzt nicht wegschlagen. Ja, das ist total blöd gerade. Weil da halt noch 1000 drin sind und ich bräuchte halt ein bisschen mehr. Habe ich noch Glas? Natürlich nicht. Dann machen wir welches. So, da habe ich jetzt noch Steine. Die Schüssel wird noch nicht lang genug halten für das, was wir jetzt vorhaben. Aber Drake war fleißig, hat er ja gesagt. Wir bauen, machen Eisen. Wir haben 19 Stück. Glaube ich, meine Eisenkiste ist, also meine Ingotkiste ist hier. Ja, was ich natürlich wieder aus einem Eisen mache, ist klar, ne? Schüssel. Weil die brauche ich immer wieder. So, und ich brauche auf jeden Fall 18 Stück von dir. So, aber wenn man die jetzt dahin macht, hat man Ball of Moss. Ganz einfach. Ball of Moss. Und jetzt brauche ich Mending Moss. Ah. Das heißt, ich brauche einen Bookshelf jetzt. Schade, ich habe jetzt gedacht, ich komme jetzt eigentlich schnell auch an den Silky. Aber das ist wohl nicht so. So, aber wir haben jetzt ein bisschen Eisen bekommen. Die ersten 7 gehen in den Cauldron rein. Das haben wir schon gesehen. Das war nicht der, das war der da. Der Cauldron. Und jetzt brauche ich Lapis und Netherquarz. Dirty Gems, impossible to get metals from Dirty. Dirty Gems. Okay. Das heißt, ich muss halt wirklich viel mehr Stein brennen. Das probiere ich jetzt gleich mal. Werkzeuge sind hier. Das war ja. Jawohl. Cool. Hat funktioniert. Erstmal den Eimer und das da weg. Das mit dem Cobblestone-Generator machen wir mal was anderes. Wo habe ich jetzt am noch eine Kiste mit Platz? Macht eigentlich hier am meisten Sinn, ne? Genau. Dirty Black Quartz, Crushed Stone. Ja, gut, dass ich überall
Wasser erstmal hingesetzt habe. Halt. Natürlich Schwachsinn. Gut, dass ich den Eimer gerade weg habe. Ja, schön. So, wenn ich dich jetzt da reinschmeiß. Wie du, wie man sieht, sieht man nichts. Also ich habe ja mal gehofft, ne? Muss man das einfach nur länger drin lassen? Oder stelle ich mich gerade schon wieder? Ich stelle mich bestimmt schon wieder. Wir gehen mal auf 0. Da steht jetzt aber auch halt nichts drin. Crucible. So, wir lesen nochmal. A cauldron can be used for cleaning dirty gems from crushed stone and netherrack. Also, das wäre jetzt bescheuert hoch 5, ne? Wenn ich jetzt da einfach... Das ist ja sehr schön. Dass ich mal wieder auf dem Schlauch stehe. Und das mal wieder richtig. Hervorragend. Das habe ich toll gemacht. For cleaning dirty gems. And possible getting metals from crushed stone and netherrack. Kann jetzt aber auch sein, dass das einfach nur nicht ging, weil ich das Falsche genommen habe. So, wir haben Lapis. Probieren wir mal das. Muss ich dich kochen? Schade, dass das halt nicht besser beschrieben ist, ne? A cauldron can be used for cleaning dirts. Das ist jetzt welcher Sky Resources 2? Ich muss noch mal gucken. Vielleicht steht hier doch was. Casings, Metal Creation. Fluid Dropper, Condenser. Gem Productions. Next right clicks, get. Halt. Das ist ja. Sehr schön. Rechtsklicken. Nicht reinwerfen. Ja, wir finden doch alles raus. Pulverized Copper. So, das heißt jetzt, wir haben. Ich brauche jetzt noch Netherquarz. Dirty Zertus Quarz.
Nether Quartz, Dirty Nether Quartz. Woraus kriege ich dich? Aus Hühnern? Nein. Ja, das ist mir klar. Sand. Ha. Da steht ja dort Netherrack. Wie kommt man an Netherrack ran? Ich hoffe jetzt nicht, dass der sagt Lava. Blaze Powder, drei Stück und 8 Cobblestones. So, aber. Da machen wir gleich weiter. Iron Casing und Redstone. So, das heißt, wir brauchen erstmal ein Iron Casing. Wie viel brauche ich? Und ein Eisengear. Oh, das wird richtig teuer. Das reicht mir nicht. Verdammt, ich habe zu wenig Eisen. Und dass ich nochmal da was bekomme, halte ich auch für ein Gerücht. Das heißt, ich brauche jetzt definitiv meine Schlagfalle. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Stein mit. Ich nehme die Hälfte nämlich schon mal als Slabs mit. Ich nehme auf jeden Fall ein Crafting Table mit. So, Gunpowder lasse ich da. Ja, mein Problem ist jetzt halt, ja, ich. Rang, rang, rang. Iron Alchemix. Warte mal, Moment. Habe ich hier? Nein, ich habe jetzt hier leider nichts, ne? Das, was nach Iron ausschaut. Und vor allem, ich kriege nur 8. Ich brauche. Nee, okay, das geht sogar gehen. Machen wir jetzt doch. So, drei Stück davon. Und das war noch was? Jetzt muss ich aber was testen. Ist mir jetzt egal, dass ich jetzt ein bisschen Eisen drauf geht. Wie gesagt, ah nee. Iron Trapdoor. Ah, okay, man braucht 4, keine 6. Wäre es natürlich cool, wenn das funktionieren würde. Nein. Das ist not formed. Es ist schade, aber ich hab gemeint, ich habe irgendwo gelesen, dass es. Moment, war das nicht sogar in der Quest selber? Moment. Wir hatten doch eine Quest hier, genau, den Condensator. Genau, Stone Casing. Dann war das hier. Du heißt noch mal genau wie?
Stone Casing. Das ist halt, da steht's doch. Stone Condenser. Da steht nichts. Ich habe gemeint, ich habe irgendwo gelesen, aber es kann auch sein, dass ich Wunschdenken hatte. Aber normalerweise, vielleicht geht es erst mit der nächsten Version. Apropos nächste Version. Ich habe das Pack für mich abgedatet, weil ich habe den Fehler rausgefunden. Bevor ich das komplett vergesse. Und zwar hatte ich doch das Problem, dass ich sozusagen nicht komplett die Blöcke sah. Also zum Beispiel diese Blöcke hier, die waren unsichtbar, weil die Connected Textures sind. Und Soartex hat schon sozusagen abgedatet auf die neueste Version. Also früher ging das, weil da ist irgendwas umgestellt worden bei Minecraft. Ich frage mich nicht mehr was. Auf jeden Fall Schlüssel hat was umgestellt. Und deswegen Schlüssel abgedatet und CTM abgedatet und danach geht's wieder. Ne? Also die zwei Mods müsst ihr miteinander updaten. Und dann habe ich auch noch AgriCraft und Idlib, glaube ich, heißt die. Das ist die, die wohl ihr braucht für AgriCraft. Die habe ich auch von der Alpha-Phase in wenigstens in die Beta geändert. Dass da, falls da noch irgendwelche Bugs drin sind, weil zum Beispiel die Tanks haben ja nicht funktioniert, habt ihr gesehen. Das funktioniert jetzt schon viel besser. So, und bevor ich jetzt komplett mich noch zu Ende quark, müssen wir jetzt noch den Bereich da hinten machen. Das heißt, ich baue mir mal schnell das da um. Bin ich mal gespannt, ob das noch fertig wird. So. Dann kommst du erstmal dahin. Hatte ich nicht gesagt, ich mache das schnell noch fertig? Hatte ich nicht? Netherrack. Das ist immer das, ne? Wenn man fünf Sachen gleichzeitig im Kopf hat. Ich brauche 920 HU. Die habe ich nicht. Also das heißt, ich muss erst... Nee, dann brauche ich das Ding hier jetzt wirklich als allererstes. So, hat den Vorteil. Wir machen es gleich richtig. So, dann haben wir schon mal die da alle weg. So, spawnen darf da drauf alles. Das heißt, ich muss mal ein bisschen mein Inventar aufräumen, da ist schon wieder so viel Schmarri drin. Den Block brauche ich momentan nicht. Das wird leider unvermeidlich sein. Das ist ein Tool, das werden wir jetzt ganz zum Schluss verwenden. Ich brauche momentan das auch nicht. Blöcke waren hier. Dirt weg. Cost Dirt weg. Ich habe was zum Essen. Crystal Shards packe ich hier mit rein. Blaze Powder kommt hier hin. Pulverized Copper. Hätte ich gesagt, packe ich hier mit rein. Das sind Tools. Mattock brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Axt brauche ich auch nicht. Die komischen Shards fürs Glas packe ich hier mit hin.
So, den Zaun kann ich erst machen. Wenn ich das da hinten soweit habe. So. Dann gleich das nächste. Wie gesagt, das sind halt dann Sachen, die ich dann sozusagen off-cam machen kann. Aber die Falle bauen wir zusammen. So. Dann hätte ich gesagt, gleich eine Fackel hin. Und noch einen mehr. Dann haben wir wieder. Und irgendwann wird man sogar schnell damit. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Machen wir sogar 5. So, dann haben wir hier 3. 4, 5. Schöne ist, ja, mein Schneemann hat natürlich nicht überlebt, der ist runtergefallen. Gehört auch noch dazu. Ich habe ihm wenigstens fast gewunken, als ich ihn habe abstürzen sehen, aber wir könnten jetzt welche nachzüchten. Wäre das wenigste Problem. Weil Felder können wir schon generieren. So, kann ich noch. Genügend welche dabei. Wir machen den letzten. Wunderbar. So. Dann hätte ich gesagt, ich trage jetzt erstmal. Ja, versuchen kann man es ja. Alles, was nicht runterfliegt. Ja, aber da sind halt definitiv Kreuze drauf. Ich sehe jetzt gerade welche. Ja, dann müssen die Blöcke weg. Tschüss. Ich habe keinen Bock, dass da gleich. Oh! Doch nicht, ist Sache ausgeleuchtet. So viel dazu. Ich habe jetzt nichts zum Werfen dabei. Das ist gerade total doof. Ja, und tot. Danke. Und schlafen. Ah. Wo ist jetzt mein Grab? Natürlich auf der Seite, wo das Skelett steht. Danke. So, habt ihr auch meinen Tod gesehen? Zu viel zu. Dach ist ausgeleuchtet. Mann. Gleich ist es ausgeleuchtet. Ich wollte das Dach ausleuchten. Let's fail again.
Und ich war mal wieder natürlich nicht vollkommen von meiner Hungerleiste geladen. Kennt man auch. Beim Monsterfalle Bauern gestorben. So, dann nehme ich wieder 8 davon mit. Das müsste jetzt reichen. Und der Creeper hat mich, glaube ich, in die Luft gejagt. Ich weiß es nicht. Irgendwas war. Aber ich habe ja gesagt, wenn man das erste Mal gestorben ist, danach ist es mir egal. Ich würde es ja feiern. Ja, es gibt ja leider keine Möglichkeit, außer ihr kennt eine, dass man sagen kann, okay, wenn man nicht stirbt, hat man Vorteile. Wie gesagt, ich kenne jetzt schon einige. Ja, genau, schmeiß mal die Bälle weg. Ich kenne jetzt zum Beispiel schon mal den Vorteil, dass wenn man schläft, dass man dann einen Buff bekommt. Ja, okay, und 8 Herzen sind halt gar nichts, ne? Man braucht halt 50 verschiedene Essen, um ein Herz voll zu kriegen. Bisschen eigen betrieben. Aber naja. Okay, also, dann haben wir jetzt schon mal den Bereich fertig. So, dann heißt es jetzt für mich, wir nehmen die anderen Blöcke. Ich nimm mal bitte ein paar mit. Und es ist egal, wie gesagt, ich brauche die Blöcke sowieso. Das ist der Mittelblock, das ist der untere Block. Und den Vierfachen habe ich noch gar nicht, das ist der Komplettblock. So, das heißt, jetzt können wir erstmal hier die Fackeln weg. Das ist schon mal das Erste. Dann haben wir hier schon mal den Bereich, den kann ich schon mal hinmachen. Da kommt die Mauer hin. Und die wird ganz plump sein mit Kabel. So, wir möchten auch Enderperlen haben, also das Ding wird auch 3 hoch. Also haben wir schon mal 4. Und wir möchten ja jetzt nichts, dass noch was drauf spawnt. Na halt, dann brauche ich es gar nicht 4 hoch. Dann brauche ich es nur 3 hoch. Dann machen wir das auch gleich. Ja. Und das merkt man jetzt halt gerade. Mir ist natürlich nie was passiert, weil ich war natürlich immer in dem Gebäude. So, apropos Remove. Danke. Schaut schön aus. So, haben wir gleich einen Screenshot gemacht. Dann heißt es jetzt, wir hüpfen hier runter. Muss ja rein. Heißt, ich laufe jetzt einmal hier rum. Wie breit bist du? Du bist 5, du wirst 11. Dann muss das hier reichen. Es kann jetzt sogar jetzt sein, dass ich dann noch eine Vortür davor machen muss. Legend. So, dann habe ich hier gesagt, wir brauchen den da.
Eins, zwei, drei, das passt. Und ich bin ein bisschen, ja, not so intelligent. Ich muss ja auch irgendwo noch Mauer hinbauen, ne? Also muss das 4 sein. Das heißt, ich muss sogar außenrum noch mal einen machen. Schlimm wird's nur. Ja, okay, spawnen drin kann er nichts durch die Half-Slabs. Nicht runterfallen, ich glaube nämlich nicht, dass mir die reichen. So, dann habe ich jetzt das, dann brauche ich jetzt die runter. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, dass ich noch. Ich bringe jetzt auf jeden Fall mal eine Tür mit. Das ist schon mal das Erste. Ich bringe nochmals drei Sticks Stein mit. Das ist das Zweite. Ich nehme nochmal Half Slabs mit. Das wird jetzt wohl hoffentlich reichen. So, und dann mache ich jetzt die 28 Stück dafür. So, dann brauche ich, weil ich muss ja sowieso hochlaufen, Treppen. Drei Stück müssten reichen. Wo habe ich die Türen hin? Dieses ewige Gesuche. Da. Nimm mal sicherheitshalber zwei mit. So, dann machen wir als erstes dann noch einen kleinen Vorraum. Tschüss, Stein. So, dann kommst du als Vorraum dahin. Kommst weg. Dann kommt hier die Treppe hin. Dann kommst du dahin. Dann machen wir natürlich jetzt noch einen kleinen Baufehler und schmeißen wieder einen runter, wenn wir davon zu viele haben. So. Dann heißt es jetzt, da dürfte eigentlich nichts drauf spawnen. Dürfte, sollte, könnte. Und jetzt kommen dann sozusagen hier eine Tür hin und hier eine Tür hin. So, das heißt, ich habe jetzt hier ja, da kommen auf jeden Fall die Spinnen raus. Das ist nicht gut. Muss ich noch mal, ich muss glaube ich noch mal einen Block höher. Muss mal schnell gucken. Ja, dann kann ich hier schlagen. Nein, ich mach's anders. Ich muss jetzt halt hoffen, dass das klappt.
Und dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Ah, das ist doch total falsch. Was mache ich denn? So musst du hin. Geh wieder weg. Danke. Ich weiß halt nicht, ob da Spinnen durchkommen. Wenn doch, muss ich halt mir was anderes einfallen lassen. So. Aber ich probiere es erstmal. Ich merke gerade, ich brauche noch eine Tür. Aber ich habe eigentlich drei gebaut. Muss ich nur noch finden, wo die dritte ist. Ja, wenn nicht, ist auch kein Problem. Dann bauen wir halt nochmal eine. Aber wieder drei. So. Dann rauschen wir hier mal rum. Wie gesagt, der Vorteil ist ja, auch einfach nur ein Half-Slab hinsetzen und muss die Falle halt sozusagen wieder. Scharf schalten oder entschärfen, indem dass ich Fackeln reinsetze. Ist aber das wenigste Problem, glaube ich. So. Natürlich an was. Ah, ich habe noch welche. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, den einen Stein, den wo ich versemmelt habe, an dem wird es jetzt scheitern. Zuzutrauen wäre es mir. Aber ich habe da die Befürchtung, dass mir die nicht reichen. Aber ich habe ja Gott sei Dank ein Table dabei. Noch ein paar Kabels. Also falls sie nicht reichen, ja. So. Da hinten dürfte ich jetzt eigentlich so gut wie alles ausgefackelt haben. So, dann habe ich mein Table hier. Ich bin ganz ehrlich, lieber mache ich noch mal welche. Das waren jetzt 17. So, aber wir sehen schon mal lauter rote Kreuze. Schon mal super. Das heißt, da drin kann auf jeden Fall was spawnen. Und zwar Tag und Nacht, wenn ich jetzt hier drüben bin. So, aber wir gehen jetzt mal schnell auf Suche. Ich brauche nämlich noch eine Tür. Aber ich kann auch Trapdoors nehmen, fällt mir gerade so auf. Schau mal einfach mal. Nein, ich habe hier keine Türen mehr. Habe ich die eine hin? Die runtergefallen? Und ja, ich habe gesehen, dass ich Zauntüren einstecken habe, aber sobald das Gras da ist, müssen die da wieder hin, weil falls da mal irgendwann Tiere spawnen. Oh, sehr schön. Die sind durch. Das heißt, ich habe schon mal hier, kann ich jetzt meinen Zaun hinmachen. Und alles zu. Perfekt. So, das ist nur die Frage, spawnt da drin was oder spawnt da drin nichts?
Mein Satz mit X, der will wohl nix. Jetzt wird halt nur die Frage sein. Geht das oder geht das nicht? Nein, das geht nicht. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Tür. Erst mal wieder hier hin. Und schon ist mal was gespawnt. Die haben Tür gehört. Ist mir klar. Hätte ich auch raus wollen. Und nachdem ich wieder zurücklaufe, ist er weg. Ach nee. Der war nicht da, der war da. Alles klar, das war dann ein Tintenfisch. Super. So. Wir machen jetzt mal die Tür zu. Und dann drücken wir mal die Daumen. So. Und das kann ich auch schon mal wegräumen. Brauche nur noch den Block, weil das muss ja nur noch einmal runter. Und sobald der da ist, freue ich mich. So. Ich möchte nur gerne, dass noch ein einziges Viech da drüben spawnt. Eins. Erreicht eins. Wäre natürlich doof, wenn ich jetzt einen Block genommen hätte, wo dann draufsteht, auf diesem Block spawnt nichts. Nee, das gibt's nicht. Let's failing, wie immer. Wird dazu. Man hört gar nichts. Hallo. Ah. Ich möchte doch nur einmal, dass wir das sehen. Genau. Aber in der Zeit kann ich noch was probieren. So. Und das habt ihr gerade gesehen. Mit dieser Angel kann man Sachen rausziehen. Sticks. Rotten Flash. Und was halt wichtig ist, Zepplinge. So, das ist dann auch sozusagen jetzt mein Spielspaß. In der Offline-Zeit. Aber ich merke gerade, das Ding, was gespawnt ist, ist auch so schnell, wie es gespawnt ist, wieder verschwunden. Also entweder bin ich wirklich, aber ich bin doch über 30 Blöcke weg. Das kann es ja nicht sein. Und ich habe rote Kreuze. Aber kann nicht sein und ist nicht. Aber wir haben gesehen, es war auf jeden Fall ein roter Punkt da. An Rotten Flash komme ich schon mal ran. Wenn ich jetzt auch noch Gunpowder fange, angle ich nur noch. Die Schüssel. Wer die alles ins Wasser geschmissen hat, möchte ich gerne mal wissen. Dark Oakwood Planks. Okay. Kann jetzt halt auch sein, dass ich jetzt dann die Falle nochmal um 1 vergrößere. Also nach oben.
doch sofort hinlaufen müssen und den schlagen. Hätten wir einen gesehen. Aber normalerweise müsste der. Ach, genau. Ha, wir können noch was machen. In der Zeit, wo wir warten. Ich brauche noch mal 3 davon. Weil das habe ich vorhin mir schon gedacht, dass das nicht schlecht wäre, wenn ich mir da welche mache. Und zwar, wenn ich schon den Mod drauf habe, dann machen wir das doch bitte auch. Weil das heißt dann für mich, ich kann dann auch gleich meine Bücher aufräumen. Und dann haben wir noch den Disk. Ah, das sind auch nochmal 3 Half-Slaps. Und ich weiß sogar, wo ich die 3 Sticks herkriege. Die habe ich nämlich sozusagen gerade geangelt. So, kommst du auch rein. Dann ist das alles jetzt mal deswegen sauber aufgeräumt. Also es wäre mir jetzt wirklich neu, wenn man weiter weg sein müsste. Und wie gesagt, ich sehe die roten Kreuze, aber es spawnt halt nichts. Ich mag sie breiter. Ich werde es testen, weil wie gesagt, ich werde jetzt dann noch diesen Bereich hier weiterbauen. Denn ich möchte die ersten Felder dann beim nächsten Mal anlegen. Weil ich will Weizen haben, ich will alles Mögliche haben und auch Bäume und Kakteen anpflanzen. Und das machen wir dann. Wie gesagt, ich hoff, dass das noch was geht. Wie gesagt, es wird vielleicht noch ein wenig breiter. Kabelgen stelle ich auch wieder auf. Ach genau, ich habe doch noch Glas gemacht, ne? Der Eimer ist mit Lava voll. Das ist unser. Oh, jetzt weil die Erde nicht mehr da ist, weiß ich nicht mehr, wo ich hinlaufen muss. Ich mach mal das so. Mache ich wieder zu. Weil das wollte ich noch machen. Das machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Das ist der kleine Gabelgen. Ich brauche noch ein paar Steinchen davon. Und dieses ewige Gehüpfe, ne? Aber ich kann es nicht ausschalten. Das schaltet sich immer wieder ein. Bestimmt, weil ich jetzt nicht hingucke, wird es dann was spawnen. Bleibst du bitte. Danke. So. Falls jemand einen Fehler sieht, schreibt es mir in die Kommentare. So, ich habe auch schon gelesen. Ja, ich lese ja auch fleißig. Habe ich ja gesagt. Glaubt mir noch keiner. Weil Elite hat schon gefragt oder gesagt, ja, ist für ihn normal, dass man das mit dem Cobblestone so machen kann. Ist ja auch sozusagen im Pack enthalten. Also ihr seht es ungefähr so wie ich. Das ist schon mal schön. So, und zwar, wir wollen jetzt haben diesen Block. Habe ich hier. Dann habe ich diesen Block hier.
Jetzt ist nur die große Frage. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Drawer. Der müsste hier drin sein. Wenn ich jetzt den hier hin mache, muss ich den drunter machen? Ich glaube ja. Das heißt, ich muss dich auch hier hin machen. Gott, das wird jetzt schon wieder kompliziert, merke ich gerade. Also, das heißt nämlich, wenn ich jetzt dich hier reinschütte und dich hier hin mache, müsste da eigentlich irgendwann Kabel rausploppen. Wie man sieht. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt hier meinen Drawer. Der kommt hier hin. Und ich brauche meinen Hopper, den ich nicht dabei habe. Warum auch? Warum soll ich einen Hopper mitnehmen? So, jetzt haben wir die ersten zwei drin. Das heißt, wir haben ja noch einen schönen Trapdoor. Heißt, ich kann jetzt hier. Ja, ich glaube, das ist intelligent, das andersrum zu machen. Kommst du hier hin? Mach dich wieder zu. Ja, und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt dann hingehen und sagen, okay, da kommt auch einer hin. Da kommt auch einer hin. Da kommt einer von denen hin, da kommt einer von denen hin, da kommt einer von denen hin. Dann sind es schon mal vier Stück, die wo die ganze Zeit da rein droppen. Ja, und dann geht es halt immer mehr. Also, das kann ich halt immer wieder mal ein bisschen erweitern. So, und da kommt auch noch gleich eine Fackel drauf. Und ich schaue jetzt einmal da drüben vorbei. Vielleicht ist dann doch jemand zu Hause. Oder ist nur jemand zu Hause, wenn es dunkel wird. Oder ist es einfach nur der Platz zu klein? Das kann schon sein. 2, 4, 6, 8. Vielleicht sind 8 einfach zu wenig. Werde ich halt das mal breiter machen. Genau, wir haben ja jetzt auch wieder einen Kabelgen. Wie gesagt, den anderen, den großen, werde ich vielleicht auch noch daneben aufbauen. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt, vielleicht spawnt auch da drüben was. Dann werde ich versuchen, auf jeden Fall da was zu machen. Und natürlich dann auch, wenn dann da drüben was entsteht, dann natürlich auch versuchen, weiteres Eisen herzustellen, damit wir mit den Quests weitermachen können. So, die Folge war mal wieder überlang. Typisch ich. Kennt man nicht anders. Bei Fragen und Anregungen, ihr kennt's. Ab in die Kommentare damit. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.